Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Wir schauen uns heute gemeinsam das neue Update an. Und ich weiß noch nicht, ob ich mir ein belgisches Warmblut kaufen werde. Aber mal schauen. Zuerst möchte ich hier die Quests machen und danach schauen wir uns die Pferde an. Mein Name ist Suri und meine Leidenschaft ist das Reiten. Bist du hier, um an H&M Grand Prix teilzunehmen? Ja. Warte mal, hast du überhaupt schon von H&M Grand Prix gehört? Das ist ein namenhafter Springreitevent, das normalerweise jedes Jahr während der Sweden International Horse Show, dem internationalen Reitturnier in Schweden stattfindet. Und dieses Jahr gibt es auch einen kleinen Ableger auf unserer schönen Insel Jorvik. Du kannst nicht nur an den zwei verschiedenen Springreitparcours des Grand Prix teilnehmen, du befindest dich hier auch in Gesellschaft äußerst hochrangiger Reiter. Hast du gesehen, wer da ist? Das ist der H&M All-In. Fredrikssons Pferd. Er ist hier, solange ich auch vor Ort bin. Danach findest du ihn in Vorpinta. Ich habe schon immer davon geträumt, als Reiterin an einem Grand Prix teilzunehmen, an der jubelnden Menge vorbei zu galoppieren, den Wind in den Haaren, eine Staubwolke hinter mir, ein magisches Gefühl. Nimm teil und du weißt, was ich meine. Sprich nochmal mit mir, wenn du bereit bist, am Grand Prix teilzunehmen. Okay. Falls du schon länger auf Jorvik bist, hast du diese Streckenaufbau vielleicht schon einmal gesehen. Das ist eine altbewährtes Streckendesign. Streckendesign. Schon mal deswegen, aber immer noch spaßig wie eh und je. Okay. Mal schauen. Oh Gott, sind die Hindernisse hoch. Was ist das denn? Alle so hoch und dann so ein Sprung. Okay, die Musik ist geil, aber das muss man zugeben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, andersrum. Ja, ich bin ein Grand Prix-Reiter, ne? Das sieht man sofort. Oh mein Gott. Die Sprünge sind aber so krass, ne? Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah. Ich springe einfach einen Sprung, den wir nicht springen sollten. Wow. Du warst super. Komm gerne jederzeit wieder, wenn du das Rennen nochmal machen möchtest. Oh nee, das ist das gleiche. 2022. Darf ich vorstellen, der H&M Grand Prix. Bereit für den Nervenkitzel eines Grand Prix-Rennen? Möge das beste Pferd gewinnen. Okay. Die Musik ist anders. Wow. Ah, oh mein Gott. Ja, gut. Hui. Hui. Hui.
Also ich finde die Sprünge mega hübsch. So mit diesem Westkap-Fischerdorf. Hier die Bobcats. Jorvikstall. Nicht Jorvikstall. Doch, Jorvikstall, wenn ich mich nicht irre. Ach, das sind H&M halt. Okay, hier habe ich keine gute Zeit abgegeben. Und wir haben einen Gewinner. Marzipan und du habt das toll gemacht. Kommt jederzeit gerne wieder. Okay. Und das hier, was sie übrigens reitet, ist H&M All-In. Und das ist er. Wir schauen ihn uns doch mal näher an. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich mir eins kaufen werde. Aber ja, schauen wir uns den guten Kerl mal an. Hier sehen wir auch wieder die Kastanien. Sind die gespiegelt? Ja, die sind gespiegelt. Hier ist ein bisschen heller. Aber ich muss zugeben, die Muskeln auf dieser Pferderasse, die sind so richtig gut getroffen. Muss ich mal zugeben. Hier auch bei der... bei den Schenkeln. Hier, es ist ein sehr langes Pferd, finde ich zumindest. Sieht halt lang aus. Sehr zappelig. Halt ein Warmblut. Und ja, mal schauen. H&M All-In, eine lebende Legende und eins der besten Pferde aller Zeiten. Jetzt hast du die Chance, Peder Fredriksson, besten Pferd H&M All-In zu reiten, als dein eigenes Pferd in Star Stable. Die Frage ist, kannst du All-In so gut reiten wie Peder? Veröffentlicht in Zusammenarbeit zwischen Star Stable und H&M We Love Horses. Das talentierte und lerneifrige belgische Warmblut gehört zu den jüngeren warmblütigen Rassen Europas. In den 50ern haben belgische Züchter das kräftige belgische Zugpferd mit den besten Sportpferdblutlinien kombiniert und das belgische Warmblut entstand. Ein kraftvolles und doch elegantes Sportpferd. Das belgische Warmblut ist ein mittelschweres Pferd mit starker Hinterhand und kompakten, muskulösen Körper. Ja, Hinterhand sieht man, dass sie halt auch hier oben sehr kräftig ist, lange Beine und so weiter. Durch sein ausgeglichenes Temperament und seinen athletischen Körperbau eignet er sich für viele Disziplinen, aber am häufigsten sieht man es auf dem Springreitplatz, wo er eifrig Schleifen sammelt. Und ja, 1 auf Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 1 Ausdauer, 3 Agilität, also fast auf alles irgendwelche Punkte, außer Geschwindigkeit. Einschränkungen ab Level 1 kaufbar und es kostet 850 Starcoins. Wir schauen uns doch schon mal die Gangarten ganz schnell an und schauen, ob es eine spezielle Gangart hat. Nee, es hat keine spezielle Gangart, okay. Mähne, die interessieren mich schon sehr. Oh, das steht ihm aber sehr gut, ne? Bleib doch mal stehen, du Quatschkopf. Ja, das ist halt die normale Mähne. Zöpfchen haben wir auch mit einem geflochtenen Schweif. Und er hat hier ein Abzeichen, das habe ich noch nicht mal bemerkt. Dann hat er diese Zöpfchen. Das sind andere Zöpfchen als die hier. Ich glaube, das sind so richtige Springzöpfchen, also die man halt häufiger bei Springpferden sieht. Dann hat er eine ganz kurze Mähne und dann hat er eine Stehmähne. Ja, das hier gibt ihm halt Pony-Vibes oder so. Ja, sieht aus wie ein Pony. Aber ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder in Vorpinter und schauen uns die anderen Farben an.
So, da sind wir wieder in Fort Pinta und hier haben wir schon eine neue Farbe. Und hier steht auch etwas mehr. Es heißt, das allererste belgische Warmblut wurde von einem mysteriösen Bewunderer der Baroness Annabelle Silverglade nach Jorvik gebracht, der es ihr zum Geschenk machte, um ihre Zuneigung zu gewinnen. Diese Rasse ist athletisch und beharrlich, perfekt geeignet für einen ehrgeizigen Reiter. Und ja, ich möchte gerne die anderen Farben sehen. Okay, das können wir hier nicht sehen. Aber das ist das Dunkelbraune und ich finde, wenn es eine andere Blässe hätte, also irgendeine andere Markierung im Gesicht, dann wäre er für mich hübscher. Ich finde diese kaum detaillierten Stern nicht so ganz. Das sieht einfach so draufgepinselt und fertig ist. Es ist schon ein bisschen schattiert, aber ist nicht so meins. Und die anderen sind im Silverglade Landgut und da gehen wir auch mal hin. So, und da sind wir in Silverglade Landgut. Wir haben hier nochmal den braunen. Hier haben wir einen Buckskin, einen Schimmel und einen Fuchs. Der Fuchs, muss ich zugeben, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn er so extrem stark glänzt. Dann haben wir den Bay. Der ist hübsch. Der hat gar keine Abzeichen. Das finde ich auch gut. Es gibt nicht so viele Pferde ohne Abzeichen in Star Stable. Dann haben wir, den haben wir schon gesehen, den Buckskin. Den Buckskin mag ich mega. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir einen Rappen mit Abzeichen. Hier und eine Schnippe an der Nase. Und dann haben wir den Schimmel, der extrem weiß ist. Also ich weiß schon, dass ein Schimmel weiß ist, aber der glänzt so richtig hart. Und aber ich finde trotzdem, dass die Muskeln sehr gut definiert sind. Weil auf Schwarz und Weiß ist das nicht immer so leicht. Hier sieht man es auch sehr gut. Und ja, ist nicht so meins. Muss ich zugeben. Aber ja, ihr Lieben. Dann, was gibt es noch in diesem Update? Es gibt noch eine weitere Quest bei Frau Holsworth in Fort Maria. Das müsst ihr aber erst machen, wenn ihr die ganze Story Quest zu Ende gespielt habt. Das heißt, jetzt geht es halt langsam weiter. Und ja, nächste Woche kommt dann... Was kommt denn nächste Woche? I don't know. Aber ihr habt ja bestimmt schon mein Update-Video gesehen. Also, ihr Lieben, sagt mir gerne eure Meinung zu den neuen... belgischen Warmblütern. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wir stellen uns mal weiter weg hin, sodass wir niemanden stören. Und sagt mir eure Meinung zu den belgischen Warmblütern und bleibt doch mal stehen, Kamera. Ist doch nicht so schwer. So. Und ja, ich werde mir sehr wahrscheinlich noch nicht einkaufen, aber ich könnte mich noch umentscheiden, aber I don't know, ich weiß es noch nicht. Noch bin ich nicht so ganz fasziniert von den neuen Pferden, aber ja, mal gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut. Bye, bye!